Hey, Hey. zwei Dinge, bevor ich dich. Ah ne, Quan muss ich noch briefen, nevermind. Ich bin noch ein bisschen durch. Zack kommt gleich mit Spraydosen und so. Wir könnten dann gleich schon das machen. Ich weiß auch schon, wo die Sprays hin sollen. Richtig schön an die Glasscheiben, damit man richtig gut die Autos sieht. Sehr gut. Genau, da müssen wir jetzt spotten für ihn. Und ich hatte noch eine andere Idee, ich weiß aber nicht, was du davon hältst. Oder was ihr davon haltet, so. Wir wissen ja mittlerweile, dass das La Casa del Mar denen gehört, hä? Hat zufälligerweise heute auf und hat heute so einen Sonderspezialtag, dass man irgendwie ein Hauptgericht kostenlos bekommt oder so. Na, okay. Wäre echt scheiße, wenn da jetzt einfach ein paar Leute maskiert reingehen, ein bisschen Stress machen, rumballern und dann sich wieder verpissen, oder? Das stimmt. Das wäre richtig kacke. Das war richtig kacke. Weil dann wäre einfach das ganze Tagesgeschäft kaputt. Aber Vom sind wir Cops. sicher, dass es denen gehört? Limon meinte das. Ja, okay. Ich dachte, also das heißt, die Armani ist deiner und Casa del Mar, ja? Schön. Halbe Restaurantkette. Hier nicht mehr viel. Also, was hältst du von der Idee? Ja klar, ist eine gute Idee. Man könnte dafür sogar die dreckige Waffe verwenden, dann machst du nämlich nicht noch eine schmutzig, so mäßig. Ja. Und die Frage, mit welchem Auto und wer es macht. Also, wenn ich halt mitkomme, ist halt dumm. Also, weil ich halt nur durch die Gegend humpeln könnte. Es kommt darauf an. Ich würde es schon machen, aber dann laufe ich in Gefahr, dass wir den Bankzugang verlieren. Schön. Ich würde halt am besten zwei Leute reinschicken, hä? Zwei Leute rein, ein Fahrer, so, das wäre das Beste. Im besten Fall sogar drei Leute rein, ein Fahrer, aber. Yusei wäre gut als Fahrer. Oder Connor. Soll ich Ja, mal die Connor können fahren. anrufen? Um die schnelle Autos? Also Connor? Ja, Connor wir hat Sitze schnelle haben. Autos, ja. Okay. Da würde ich mal Connor anrufen. Ja. Ryan, Charlie? Ihr geht rein? Ich bin ein bisschen unsicher, aber wenn man mir sagt, was ich tun soll, kriegen wir das hin. Einfach nur schreien. Naja, ihr Herr geht Schrein ist da. Was schlecht schreien im wir denn? Wind. Nein, ihr geht da maskiert rein, macht ein bisschen Stress, so. Am besten halt bewaffnet. Dann zieht ihr die Knarre, schießt ein paar Mal in die Decke und verpisst euch wieder raus. Schießt vielleicht auch neben die Füße von irgendwelchen Leuten oder so. Ja, und nehmt euch die Tageseinnahmen von dem Typen mit, aber nicht alles. Schön. Oder der Frau oder wer auch immer da bedient. Charlie hat das im Griff, ich laufe ihm da hinterher. Hey Connor, sag mal, hast du heute Zeit? Ja, wir bräuchten einen kompetenten Fahrer. Schön, mit einem Viertürer. Wir haben einen Viertürer, aber halt keinen, der sonderlich schnell ist. Der schnellste Viertürer, den wir, glaube ich, haben, ist der Granger, oder? Ja. Oh nee, warte, ich glaube, der Kuruma theoretisch, aber ich weiß, den sollten wir vielleicht nicht verwenden. Nein. Er läuft auf falsche Personen hier. Genau. Nee, den sollten wir nicht verwenden, das wäre dumm. Wenn wir das Kennzeichen haben, dann haben wir ein Wer ist Problem. denn Wir sollten, das? wenn, dann überhaupt den Granger nehmen. Mir so bekannt vor. Du hast aber nicht zu laut geredet, oder? Da drin stehen Cops. Ist eine Wand, ich hoffe, da hört man nichts dazwischen. Na, da ist diese Lüftung oben. Entschuldigung, ich hatte dich schlecht verstanden. Was meinst du? Ja, die sind da jetzt noch drin gerade. Hat man ihn drin durch die Lüftung gehört, oder? Wir standen vorne, aber jetzt gerade sind die hinter zum Regal, also. Okay. Ja, das Wetter ist wunderbar. Ich dachte, auf sowas habt ihr gewartet. Worauf? Auf das Wetter? Auf das Geile? Auf so eine Aufgabe. Klar. Ich bin halt ein bisschen unsicher, ich habe das noch nie gemacht. Na, Sie fahren. Wir haben gefragt, ob ich hier arbeite oder warum ich hier bin. Ja, warum bist du hier? Was soll das? Ich habe gesagt, Sei gefälligst woanders. ja, ob ich denen was verkaufen will oder warum ich jetzt hier so. Machst du jemanden? Du gehörst ja gar nicht her. Viele Fragen. Der mit dem Anzug war der Detective, richtig?
Oder war das ein Staatsanwalt? Genau. Nee, das war ein Detective, der heißt Dupont, glaube ich. Der hat mich schon mal in einem Fall betreut. In Dupont. Als ich ein paar Probleme in Anführungszeichen hatte. Es gibt. Hatte das irgendwas auf sich, warum die da immer ständig stehen geblieben sind so? Drüber geschieht, keine stehen geblieben, ein Stück weiter weiß ich nicht. Drüber geschieht. Habe ich jetzt nicht nachgefragt, also ja. Keine Ahnung. Okay, muss ich mir andere Klamotten anziehen. Er hat auch irgendwie ganz komische Fragen gefragt. Inwiefern? Du bist hier sein Job, oder? Ja, aber was? Weiß ich nicht. Connor wird das machen. Guckt mal, ob er noch ein anderes Auto findet. Ansonsten würden wir dann Granger nehmen, die. Ja, okay. Aber Connor ist der großen Überzeugung, dass man da gut wegkommt, weil das dauert wohl, bis die da sind und so. Ja, das ist gut ab vom Schuss. Die immer noch da am West Highway, oder? Ich hab mal gelesen, genau, dass die umgezogen sind. Ne, ich glaube, die sind immer noch am West Highway. Wenn man. Aber ich würde jetzt erstmal das mit Zack machen. Ja, ja, genau. Dadurch die Pampa dann fährt, dann. Ja, du kannst ja theoretisch so einfach über einen Highway dich verpissen, ne? Solange die keine Highspeed-Unit da hinten am Arsch haben, ist das ja eigentlich kein, sollte das kein Ding sein, oder? Und wenn sie eine haben, fährst du in den Sumpf. Da könnt ihr nicht hinterher. Irgendwo Sumpf, ja, klar. Ja, dann brauchen wir nur drei Leute, die das machen. Bei Charlie, du? Das ist mit Jeannie, die hat mich heute angerufen. Oh, schön. Die ist arbeiten bis 23 Uhr. Ja, gut, dafür wird sie sich wohl ausstempeln können. Nein, die Schicht geht bis 23 Uhr. Kann sie die doch abgeben? Nein, die kann man nicht einfach abgeben. Du hast eine Person in der Schicht eingeteilt. Du kannst nicht einfach abhauen. Okay. Mit dummer Scheiße. Schichtpläne, Mann, das ist so ein Mist. Mit dummer Scheiße. Dann soll sie nicht immer bis 23 Uhr arbeiten, das bringt dann auch nichts. Jo, die Schicht geht halt bis 23 Uhr, was soll sie denn machen? Ja, sie muss ja nicht die Schicht nehmen, so. Ach so, soll sie einfach kein Geld mehr verdienen? Ja, das ist keine andere Schicht mehr, oder? Weil die arbeitet eh schon momentan ständig. Ja, weil sie ja auch Geld braucht, Geld haben will. Wenn die jetzt auch mehr Miete zahlen müssen? Wenn es doch Cops oder soll doch auch nicht verdienen. Ja, so viel auch nicht. Na gut. Gut, wenn ihr da unten aufeinander aufpasst, braucht man eine Telefonkette. Wer passt wo auf wen auf? Unten am Dillis. Und wer macht da jetzt was? Okay, anders gefragt, was ist meine Aufgabe? Warte. Hat ein Typ vorbeigelaufen, warte mal. Ob der weg ist, warte. Ja, diese Ecke ist einfach kacke. Wir sollten uns woanders hinstellen. Ja, ist nicht mehr da. Ich kann auch einfach zum Brunnen gehen. Ja, lass mal zum Brunnen gehen. Den Überfallbrunnen hier. Wir müssen ja nicht immer zum Brunnen gehen. Wir können auch hier bleiben, aber. Ja, was machen wir? Weg von dieser Wand auf alle Fälle. Ah, ja, okay. Ja, der Typ hat nämlich jetzt nervös gemacht, weil er die ganze Zeit hier schon war. Aber das ist so ein kleiner Feini, der ist neu in der Stadt. Den habe ich im Highlife schon mal gesehen. Ein kleiner Feini? Mhm. Ist das sowas wie Jini Bini? Hast du sowas wie Jini Bini? Ich habe gesagt, ich will das nie wieder hören. Echt? Hast du? Ja, hab ich. Was, Jini Bini? Ich finde das toll. Sag mal, Lee, ich habe da auf Venture sowas gelesen über so eine Berufsberatung. Hab's aber mehr so geschrieben, wie der Name geschrieben wird. Ja, hab ich gemerkt, ist einfach aufgelegt. Ja, genau, hier bleiben. Egal. Ja, genau. Ich glaube, wir brauchen alles. Wir müssen sogar hier bleiben, wenn wir Quan ärgern wollen, dass er nur seine Schuhe wieder putzen muss. Sollen wir dann also wegen, oder will jemand dabei stehen? Wegen dem Spotnorm. Genau, also. Telefonkette. Immer zwei in eine Richtung. Beziehungsweise bei ihm müssten zwei stehen und jeweils einer mit einer anderen Richtung telefonieren.
Ja, so eine Telefonkette halt. Wie willst du das aufstellen? Ja, zwei bei ihm und zwei außen. Ja, und wo außen? Ich meine, das sind halt viele Zufahrten, die das halt sehen können. Das ist das Problem. Ja, so wie wir letztes Mal, so wie wir letztes Mal gespottet haben. Unten an der Kreuzung halt. Ja, aber wir sprayen ja beim Dillys und nicht an der LTD. Ja. Ja, da vorne ist eine große Kreuzung. Da sehen wir ein paar wütende Motorradfahrer und hier vorne an der Kreuzung sehen wir hoch zur LTD, wenn von da wütende Motorradfahrer. Also du meinst hier zwei und bei ihm zwei, oder wie? Nein, an jeder Seite einer und bei ihm zwei. Einer telefoniert mit dem anderen, genau. Um Bescheid zu sagen. In beide Richtungen. Ich check's nicht, aber du wirst dir da schon irgendwelche klugen Gedanken mehr gemacht haben. Ja, wie würdest du es denn machen? Ja, theoretisch hätte ich halt... Ja, es ist halt schwierig, so einzelne Leute ist immer schwierig aufzustellen, theoretisch, aber es ist bei so vielen Richtungen halt doof, nicht alles abzudecken. So. Ja, pass auf. Also A telefoniert mit B. Bergmann? B steht bei C und C telefoniert mit D. Ja, was ist, wenn wir das ganze Viertel abdecken ja, versuchen? Bin ich. Und es wird einfach Zack oder jemand, der bei ihm steht, angerufen, falls was kommt und dann... Das geht auch, dauert aber länger. Ja, die anderen können ja stehen bleiben. Es muss theoretisch ist gerade schlecht, um ehrlich zu sein. Bescheid wissen. Ja, weil wir gerade auf Zack warten, der gleich das Diddy's vollsprayen will. Endlich redet er mal nicht so kryptisch. Also jetzt hoch nach Flywheels ist halt schwierig so. Wir brauchen dich nicht. Es wäre gut, wenn du spotten könntest so an sich, aber brauchen glaube ich nicht, oder Lee? Also brauchen? Quan. Was macht er denn? Quan muss sich da raushalten. Der soll lieber mal ins Sensation Postfach gucken und den Vertrag prüfen. Du sollst dich raushalten und du sollst mal ins Sensation Postfach gucken und den Vertrag prüfen, soll ich von Lee sagen. Ich würde mich halt eigentlich lieber auch raushalten, wenn es irgendwie geht doch möglich nur ist, ne? Geht nur um an der Straße stehen. Ich rede nicht mit dir, Quan. Oh Mann, ja, warte, ich muss ja mal kurz weg, Alter. Ja, so. Was jetzt? Entschuldigung. Genau, du machst da nichts Illegales. Du rufst nur jemanden an, wenn du etwas siehst. Mhm. So, was jetzt? Ja, Luna, du musst ja nur theoretisch spotten, also... Halt. Wenn du dich hier irgendwo hinstellst und guckst, ob Cops kommen, ist das ja, also... Ja. Und wenn Biker kommen, dann kümmern wir uns schon drum. Mhm. Ja, ich würde ganz gerne halt auch spotten, weil ich nicht wegrennen kann, so. Mhm. Also wenn man halt bei 6 steht, sollte man halt rennen können. Richtig. Also, was heißt rennen? I don't know. Ja, zuschlagen können. Ja, wenn Cops kommen. Achso, wenn Cops kommen, ja. Dann solltest du rennen können. Dann ja. Deswegen, Luna und ich könnten auf jeden Fall dann irgendwie spotten. Ja. Das heißt, wer steht bei Zack? Kann ich machen. Okay. Dali, weil. Stell uns irgendwo hin, ja. Weiß ich nicht. Ja, irgendjemand muss noch zu Zack. Wenn zwei bei Zack stehen sollen, dann muss noch einer zu Zack. Ja, klar, dann. Also Charlie, okay, ja. Ich mich dazu. Gut. Das heißt, dann haben wir zwei, mich und Luna zum Spotten. Wo gehen wir hin? Mhm. Theoretisch muss auch nur einer bei Zack stehen, wenn Zack selbst zum Beispiel mit dir das telefoniert, das geht. Der kann, glaube ich, nicht sprayen und dabei telefonieren. Nicht? Okay. Nee. Gibt da so ein Headset, kann ich ihm geben. Kann auch auf Lautsprecher machen, ich ihn sonst gleich fragen. Apropos, ich rufe mal eben an. Ne, weil dann können zwei nämlich links und zwei rechts stehen und ich stehe bei ihm. Ich weiß zwar nicht, was du mit links und rechts meinst, aber okay. Links und rechts von ihm. Ja, direkt daneben, oder wie? An den Kreuzungen, sag mal. Okay, ja, Entschuldigung, Mann, ich check dein komisches System da nicht. Drei Kreuzungen, glaube ich. Warum checkst du das System nicht? Eine ganz einfache Telefonkette. Wenn es halt echt drei Kreuzungen sind. Ey, yo, kommst du zum Park bei der LTD? Wünschst du, wir hätten mehr Leitern hier. Ja, kein Schuss. Ja, bis gleich. Ich meine das ernst. Du kannst immer versuchen, auf das Haus da links zu kommen. Also ich würde als Vorschlag sagen, zum Beispiel, ich stelle mich, keine Ahnung, zu der Pagode oder so und dann habe ich die Kreuzung gut im Blick. Als Beispiel. Pagode nicht zu weit weg? Das ist viel oder? Zu weit weg. Nein. Mir so viel zu weit weg. Ist gar nicht so schlecht. Die ganze Kreuzung dann im Blick. Wenn jemand vom VPD kommt. VPD also und die Straße hinter mir. Also ich habe genau. Komplett rundum Blick ja. Dann. Und genau. Von woanders kannst du ja da gar nicht kommen. Ja. Er will direkt unten an der Straße das Glas ansprühen, oder? Genau.
Okay. So, und Vespucci-Richtung, das bräuchte man fast. Ich würde. Also, ich würde gleich einmal kurz mit ihm abgehen, wo die hin sollen, bevor wir da irgendwas machen, damit er es auch wirklich weiß. Ich würde dann noch sagen, eventuell jemand bei der LTD oder vielleicht sogar beim Genki die Kreuzung. Bei Weasel News? Ja, genau. Also ich würde eher sogar. Genki ist fast besser. Wahrscheinlich ist Weasel News fast. Weasel News ist wahrscheinlich besser sogar. Genki ist, glaube ich, besser, oder? Weil du die Straße, wo es reingeht und die Hauptstraße im Blick hast. Einmal so das Kreuz. Du siehst sogar, wo jemand in die LTD einbiegt. Ja, okay, dann Genki, Pagode und eine Person hätten wir dann noch. Die würde ich in Richtung Vespucci irgendwie. Ja, am Binkos wieder. Am Binko könnten wir halt, genau. Das ist halt die kritischste Stelle, weil da man nicht viel Zeit hat, so. Der sollte vielleicht mit jemandem direkt telefonieren. Genau, der sollte am besten mit jemandem direkt telefonieren. Und dann, also genau, einer also das heißt, zwei bleiben bei 6 stehen, die und Charlie. Und einer von euch, genau, und einer von euch beiden ist quasi ständig mit dem von Binko in Kontakt und der andere quasi hält die Leitung frei, wenn irgendein Anruf kommt, dann kurz hören, was es zu sagen gibt, ob Wolves oder PD und dann, genau. Gut, wir können auch einfach irgendein bestimmtes Zeichen in die Gruppe schreiben. Nee, das dauert zu lang. Mit rausholen und allem ist schwierig. Ja. Ja, das dauert zu lang. Du hast es ja lieber direkt auf der Kurzwahltaste sozusagen das Handy in der Hand und so. Genau. Gut, okay. Ich würde, also tatsächlich würde ich ganz gern zum Genki, dann kann ich mir noch was zu essen holen vorher. Da kommt jemand dazu, aber nice try. Sehr gut. Ja, dann würde ich Pagode im Zweifel. Ich glaube, zumindest hatten sie gerade eben zu. Ja, dann brauche ich auch nicht hin. Warte. Das weg? Ja, ja, ne? Zum Spotten halt. Dann machst du die Kreuzung unten bei, ne? Ich mach das, was übrig Binko bleibt. Oder gegenüber also, du machst Binko und telefonierst dann die ganze Zeit mit Charlie. Mhm. Machen wir dann sowieso. Dann geh ich zur Pagode. Ja, Herr Sack. Zum Genki. Okay. Gut, willst du einmal willst du deine Absicherung hören, wie das Ganze läuft, oder willst du einfach nur sprayen? Will ich das mal hören? Folgendes ist gleich der Fall. Ich zeig dir, also wir gehen gleich erstmal einfach so zu den Orten, wo ich mir denke, dass das, glaube ich, ganz hübsch aussehen würde. Du hast dann, während du sprayst, hast du zwei Leute neben dir. Der eine, also die einfach, falls die Wolves kommen, die dich verteidigen können, beziehungsweise falls Cops kommen, auch, dass man sich aufteilen kann, einfach zur Sicherheit, huh? Nee. Wir haben einen Spotter bei der Pagode, der da die Straßen im Auge hat. Wir haben einen Spotter beim Genki. Und einer ist beim Binko, da der beim Binko quasi direkt beim Dillys auch ist. Das ist halt, damit man Richtung Vespucci im Auge hat. Bleibt der die ganze Zeit im telefonischen Kontakt mit einem, der bei dir steht. Das heißt, wenn bei der kritischen Stelle jemand kommt, dass ihr dann wirklich sofort Bescheid wisst. Nee. Du kannst den Arm auch wieder runternehmen. Ich glaube, wir haben jetzt gesehen, wo lang. Klingt halt gut. Okay. Gut, wenn halt jemand kommt, dann müssen wir ganz, ganz kurz Pause machen, wenn es die Cops sind, solange die vorbeifahren. Okay, das heißt, wenn ich jetzt jemanden sehe, rufe ich an Lee. Ja, genau. Okay. Alle rufen Lee an, außer Charlie und Vi, die telefonieren die ganze Zeit. Okay. Cool, cool. Hier, ich höre irgendwelches Liebesgeflüster neben mir. Wollen wir dann, also alle Stinkerocker werden gemeldet und PD. Richtig. Ja. Mhm. Deck, wollen wir dann einmal ablaufen? Ist klar. Dann gehe ich schon mal rüber. Ich gehe auch schon mal rüber. Alles klar. Bis später. Ja, ich komme mit dir mit. Achso. So, okay. Ich dachte, weil ihr dann eh nochmal zurück müsst, um das Zeug zu holen. Ich glaube, oder hast du das jetzt dabei? Ich muss im Auto. Ja, genau, deswegen. Also wir müssen eh nochmal zu seinem Auto, deswegen. Okay. Dann kann ich auch auf Position gehen. Ja, das kann er. Aber war das mit der Telefonkette wirklich so schwierig zu verstehen? Ja, ich hab's auch nicht gerafft. Okay, also. A telefoniert mit B. A und B sind zwei verschiedene Spotpunkte sozusagen, oder? Genau. B und C, Personen. B steht bei C. Mhm. Beide stehen bei Sek. Und C telefoniert mit D, der wieder woanders steht.
Wo stehen die? Die, wo stehen die? Bei Dillys am Binkos an der Ecke stehen irgendwie chill ein paar Leute, Mann. Wahrscheinlich dieser Ace, oder? Mit Sportmotorrädern, okay. Bist du da jetzt runter, oder? Lass mal vorbeifahren, entspannt, Wälder. Mal checken, wer die sind. Die lehnen irgendwie schon mit direkt am Dillys oder so und fahren hier außen rum so. Warte mal, das ist ein großer Wagen da bei der LTD. Ist das deiner? Ja. Achso, okay. Weil die haben doch auch so Riesengefährte. Aber nicht grau, glaube ich. Nee. So, dann schließe ich gleich mal ab, das habe ich ja gelernt. Man fährt ja auch ein Stratum schwarzer die ganze Zeit rum. Ja. Naja, hinter uns. Ist es nicht der von Sek? Der Sek läuft doch dahin. Na, ich weiß noch nicht genau, wo sie stehen. Wir fahren jetzt mal außen rum so. Aber sag sonst mal. Lass hier nochmal Bescheid. Oder wissen die schon? Sag dir mal Bescheid und dann schauen wir mal. Vielleicht sind das ja bekannte Leute so. Vielleicht ist das wirklich dieser. Wie hieß er? Ace? Ace, ja. Ace. Alter, chillen die zwei Frauen und irgendwelche mit BMX fahren die ganze Zeit außenrum. Ich weiß es nicht, wie der hieß, keine Ahnung. Ich habe den Namen einmal gehört. Irgendwo hier chillen die scheinbar gerade. Der Vogel eins vorbei. Da chillt einer, hier chillt noch einer an der Laterne hier. Zwei das Stück. Ist das von Sek, ne? Das ist Sek, okay. Beiden Straßenseiten haben die gechillt hier. Okay. Das sind nur Vagos, okay. Alles klar. Gut, dann park ich wieder. Ja, genau, park, Lee. Soll ich drüben beim Bingo parken? Hm? Ich drüben beim Bingo parken? Kannst du auch machen, ja. Top Sentence. Ja gut, wir machen erstmal das eine, da muss man ja nichts machen so. Wieso, wo bist du? Na, eigentlich nicht, aber die glaub, die haben überlegt, ob sie uns anhalten sollen. Okay. Okay. Aber sonst stell dich auf die andere Seite da in diesen, in den Gang rein. Das ist ein Auto ohne Beleuchtung, Washington. Warte. Shit, hier ist richtig viel los, warte mal. Der war gerade im Bingo drin, ja. Hoi. Wo seid ihr hin? Wir stehen gegenüber am Bingo im Auto. Wollten hier mal die Lage checken. Ist ziemlich viel Verkehr tatsächlich. Richtig viel. Ja, die Vagos haben ja gerade irgendwas kurz vorgehabt. Aber warum magst du ja nicht auf die andere Seite da? Ach so, okay. Weil hier fuhr so in Washington rum und dann so? Sportmotorräder und so. Ja, war Vagos, keine Ahnung, was sie gemacht haben. Okay. Aber die, ich hab ja mit einem von denen gesprochen, der meinte, dass sie jetzt vielleicht etwas abgeschwimmt haben. Ja, okay, gut. Ich hab die Spots gezeigt. Ihr könnt dann jetzt eigentlich zu Dillys gehen. Ich gehe dann auf meinen Spot. Wenn du da drüber schauen kannst, bestimmt so. Okay, alles klar. Dann, ja. Ich lasse den Wagen offen, dabei, ja? Ne? Ja, das, die fahren irgendwie die ganze Zeit hier hinterher gerade. Jetzt hier weiter. Ich hätte mal, vielleicht habt ihr irgendwas vergessen und. Weißt du es? Way? BD kommt. Ja. Ja.
nicht angefangen, oder? Na, erstmal nur Cops. Ah, hier fahren sie auch ganz langsam hin. Entspannt lang hier. Hoi. Zack holt gerade sein Zeug. Ihr seid schon beim Dillys? Ja, wo genau sollen wir denn hin? Direkt an die Ecke, oder? Ja, ihr wollt doch neben ihm stehen, oder nicht? Das erste Spray geht. Das erste Spray. Charlie weiß, wo die Sprays sind, dann kann er dir das zeigen. Achso, der weiß das, okay. Schön. Ansonsten die Glaswand quasi direkt. Die gerade Glaswand, die Richtung Park zeigt. Weißt du, was ich meine? Ja, okay. Genau, da wird er gleich sprayen. Genau, könnt ihr euch einfach dazustellen. Ich rufe euch dann an. Ich bin jetzt an der Pagode. Gut, alles klar. Die Cops kommen schon wieder, Mann. Die zirkeln hier die ganze Zeit. Also wirklich so am laufenden Band hier. Ja, die Cops drehen hier immer in ihre Kreise. Immer der gleiche Wagen, fährt immer im Kreis. Echt? Okay. Ja, dann müssen wir noch 5 Minuten warten. Ja, ja, ich meine, melde dich mal, wenn das ist derselbe Wagen, der fährt die ganze Zeit um diese. Ist sowieso besser, wenn wir das wissen. Und schon wieder. Ja, da ist er wieder. Gut, dann ich schreib gleich mal in die Gruppe. Schreib einfach. Gut. Warte, ich rufe die anderen beiden an. Nee, hey, das geht auch nicht. Der Charlie redet gerade mit Weise. Ja, genau, dann rufe ich Luna an, du sollst einfach irgendwas in die Gruppe schreiben, dann wissen wir, dass es losgeht. Noch ein Kopf. Alles klar, okay. Ja, das ist so. Alles klar. Dann schreib. Was schreibst du dann rein? Doppelpunkt, schreib einfach einen Doppelpunkt. Alles klar. Gebe ich an Luna weiter. Gut. Ich glaube, das ist zu heiß. Was ist mit diesem scheiß Kopf? Hat er nichts zu tun? Weiß ich nicht. Nein, ich glaube nicht. Weil meinte, dass irgend so ein Komoda die ganze Zeit, auch die ganze Zeit. Ist so ein grauer, ne? Ja, steht, den habe ich jetzt auch schon 2-3 Mal gesehen. Gegenüber wo? Gut, pass auf. Notfallplan. Drüben beim Binko steht der Granger, ja? Nee. Das ist unsere schnellste Karre. Wir bringen dich in Sicherheit, wenn irgendwas ist. Nee, alles klar. Ja, wir warten noch kurz, bis diese Kopfkarre ihre Lust verloren hat. Ja, sehe. Ist halt risky, weil die hier immer tanken gehen, die Wichser. Ist schon wieder da oben, Mann. Packen und tanken schon wieder, oder was? Willst du mich verarschen, Mann? Doch immer der gleiche Wagen, oder? Das ist mindestens dasselbe Modell hier. Weil ich meinte, dass irgendwie gegenüber von Dillys sich irgendwie so ein Komoda platziert hat gerade. In Fahrtrichtung, genau. Da saß ein Lady drin, glaube ich, ne? Das war doch der, oder? Ich habe nicht gesehen, wer drin sitzt. Ja, die Cops chillen gerade an der Tanke. Mal ruhig bleiben, abwarten. Oh. Brauchst du, Zack? Ja, steh. Und schon wieder. Runde Nummer 5 oder so. Jetzt halten wir uns an, nee. Na, lass jetzt abblasen, das ist Quatsch, Mann. Besser, noch eine Kopfkarre oder nicht? Hat jemand Angst vor einer Kontrolle? Das lenke ich dir ab. Ich höre nur. Alles gut. Okay. Ja, die haben sich gegenseitig mehr angehobt. Der andere Kopf fährt wieder weg. Ich vermute eher, dass die hier sind, weil die Vargos gesehen haben. Meinst du? Mhm. Die hatten gerade irgendwas vor, die Vargos. Deshalb einfach ab. Und immer wieder Race auch, ja, das ist richtig. Und schon wieder ein Remus, Mann. Okay. Gut, es soll da zu einer Verfolgung kommen, bitte, Mann. Wei meinte, dass die Racer gerade die Cops provozieren oder so. Na, ja, okay. Also zumindest ja, gut. Wir hören ja, wie es losgeht. Die ganze Zeit halt. Ja.
die Frage, wenn die hier quer durchs Viertel rasen, kommen sie öfter hier vorbei? Haben sie dann einen Blick dafür? Sehr wahrscheinlich nicht. Also hier die Seite ist ja okay, glaube ich. Da hast du die Mauer, das ist ein bisschen versteckt so. Aber die Wand da hinten oder dieses Glas da hinten ist halt ein bisschen offen. Also. Aber wenn die damit, weiß nicht, 50 bis 80 Meilen vorbei donnern, dann genau, glaube nicht, dass sie darauf achten. Ich sehe, wie die mit 80 Meilen um die Kurve driften. Achso, ich dachte, dass sie die gerade Strecke einfach vom Vespucci BDA runterbrettern. So. Achso, das ja. Solange sie nicht dann im Dillys anhalten, so ist okay. Ja, die halten Anfragen nach dem Weg. Entschuldigen Sie, haben Sie hier ein Auto gesehen, das zu schnell gefahren ist? Sie, Mann. Okay, jetzt ist ein bisschen ruhiger, hm? Jetzt ist plötzlich still, ja. Was ist mit dem Komodo? Steht der Komodo immer noch da? In der Straße oder da zu diesem Parkplatz da drüben? Und schon wieder. Para, sind schon wieder da, Mann. Benji Penderos. Das ist wild, ja. Jetzt ziehen wir 10 Sekunden runter, dann kommt er wieder hergefahren. Wirklich. Das ist deren Job, dass sie die ganze Zeit um Block fahren. Also eigentlich im Verschiedenen, aber irgendwie haben sie sich so hier festgefressen. Vielleicht haben die sich irgendwie auf Viertel aufgeteilt oder so. Ach so, meinst du? Kann sein, dass sie für jedes Viertel so einen Wagen haben, das ist richtig, ja. Hm, bestimmt. Aber magst du mal checken, ob der Komodo da noch steht und die Lady oder wer da drin sitzt? So? Ganz entspannt natürlich. Dass sie da gegenüber irgendwie den Beobachter macht oder so. Oder der Komodo gehört zu den Racern. Kann sein, ja. Gut. Jetzt scheint es gerade ruhig zu sein. Ich würde sagen, wir legen los, oder? Alles klar. Okay. Ich würde gerne hier rüber an die Ecke und dann. Kam der schon wieder vorbei? Ey, wirklich, ich kann nicht. Gut. Ich kann eins machen, ich kann hier rumfahren und mal über ein Stoppschild brettern oder so. Ich check grad den Komodo und dann. Mhm. Ich meine, weil die Kopfkarre gerade wieder durchkam. Ja, sehe. Der parkt da nicht, Mann? Oh, fuck. Gibt's da irgendwie einen Hinterparkplatz oder so ein Mist? Danke fürs Erinnern, ich muss was trinken. Danke. Danke, Mjox. Und vielen Dank für das Schutzgeld. Wieder weggefahren? Oder irgend so ein Sportlimousine oder so. Ja. Gut, das ist wieder 2 Minuten ruhig. Dann will mal anfangen und dann kommen sie wieder alle, Mann. Wieder 2 Sportcar. Nee.
Haben wir mit dem Hammer draufgeschlagen, Autos, ja, die. Meine. Okay. Komodo? Das ist der wieder, genau der. Nee, Komodo fährt hier wieder. Das ist ein Komodo? Oder sowas in die Richtung. Ich glaube auch, das war ein Komodo, oder? Das dann trefft euch. Vertauscht die gerne mal miteinander. Oder das. Irgendwie so. Sportlimousine hier. Nee, aber es waren Viertürer, glaube ich. Also, Drafter was. Wahrscheinlich. Sicher? Mike fährt wieder auf den Parkplatz. Die Cops stehen in der Einfahrt Richtung Vespucci, scheinbar. Also hier bei uns oben noch? Die Straße hier runter. Auf der anderen Seite da, bei diesen riesen Gebäuden da, man. Dieses leuchtende Gebäude und da schon rechts davon. Das lohnt nicht, lass abbrechen. Sagen wir, verschieben das um einen Tag oder so. Ja. Irgendwie kacke, man. Hat mir zu viel Action hier. Ja. Okay, dann ich rufe das erstmal ab. Für den Tag, das ist zu wild gerade. Gut, wir brechen ab, ja? Ja, habe ich schon mitgekriegt. Okay, gut. Jo. Das sind bestimmt die, die du verscheucht hast. Na. Okay. Machen Penderos wirklich im richtigen Sack. Kann ich verstehen. Sehr gut. Ja, andere Straßenseite von Dili ist da unterhalb vom Park. Sind wir an der Straße. Da steht so ein schwarzer Wagen. Nee, schwarz ist der gar nicht. Schwarz-roter Wagen. Doch, jetzt auch schon öfter vorbeigefahren, oder? Der fährt auch schon zum. Mal vorbei, ja, stimmt. Die Coppers, die halten diesmal an. Hier. Ist auf dem roten Bordstein? Nee. Ja. Na, bestimmt. Er sieht aus wie Detective, Mann. Ah ja. Schau. So, wunderschönen Abend. Guten Abend. Kann man Ihnen helfen? Ja, wir wollten uns einfach mal ein bisschen unterhalten bei Ihnen. Hallöchen, ne? Die 61 Hopkins. Ja, bis gleich hier. Genau. PSP 9, freut mich. Wie bitte? Achso, ich darf ja sagen, einfach irgendwelche Zahlen, okay. Nee, PD 61, meine Nummer. Ja. PD 61. Okay. Sieht man auch an der Marke. Ja, genau. Mit wem habe ich denn das Vergnügen, wenn ich warte? Ich bin Lee. Lee? Okay. Ja, ich bin Zack, oder? Lee, Charlie, Mann. Okay. Gut. Ja, Kollege, wollen Sie? Kannst gerne weitermachen, wenn du schon. Ja. Hören wir mal. Ja. Okay, gibt es noch was Bestimmtes? Denn, oder? Also, was ist denn jetzt los? So, ihr kommt jetzt her, nee. Sagt so, hola. Ist ja auch gar einfach mal eine allgemeine Verkehrs- bzw. Personenkontrolle durchführen. Okay. Ja, eine Verdachtssuche. Ja, verstehe. Hallo. Einfach mal routinemäßig. Achso, okay. Ja, hier gab es ein Vorzeichen dagegen, ja. Das Snackladen hat leider nicht mehr auf, kann ich euch nichts mitgeben. Scheiße. Nee, beim Genki war auch gerade. Jetzt haben wir uns so. Alter. Haben uns so gefreut. Nee. Oder irgendwas, was noch offen auch hat, irgendwas, was man so knabbern könnte oder so. Mann, ich hab voll Lust, gar nicht so auf irgendwie Tankstellenfraß oder so. Ja, wie macht das Genki auch nicht mehr auf, oder?
Oh, ist furchtbar. Hat noch jemand eine Kippe oder so? Nicht mehr viele. Schnau die woanders welche. Herr Officer, Sie sind doch Freund und Helfer. Können Sie nicht Bedürftigen irgendwie eine Zigarette geben oder so? Ich bin ja leider nicht Raucher, muss ich sagen. Haben Sie nicht so Community-Policing-Zigaretten so mit so Kopfaufschrift oder so? Könnte ich mir eigentlich mal anschaffen, ne? Ja, überlegen Sie mal, wie positiv und wie freundlich Sie wirken würden. Du bist so ein Arschloch, wirklich. Ich hab dir... Der hat ihn doch jetzt gerade hingehalten. Nein, ich will nicht. Jetzt ist mir der Scheiß runtergefallen, Mann. Und der andere Herr, ist der nicht Raucher? Tatsächlich auch nicht Raucher. Ja. Das ist echt so enttäuscht. Ihr seid so uncool. Gibt es eigentlich... Entschuldigen Sie kurz, Officer. Moment. Gibt es eigentlich dafür... Ah, alles gut? Ja, hier ist so eine allgemeine Personenkontrolle gerade gemacht worden bei uns. Okay, aber ist nichts Schlimmes, oder wie? Nein. Also soll es vielleicht nicht herkommen. Keine Ahnung, ob die den Ausweis sehen wollen. Ja, alles gut. Habt ihr das eine jetzt schon fertig, oder? Nein, wir haben abgebrochen. Deshalb hatte ich die eigentlich angerufen. Ja, ich wusste gerade. Weil der Kopfwagen, der uns gerade hier kontrolliert, der hat immer Kreise gedreht. Und immer die zwei gleichen Fahrzeuge sind hier im Kreis gefahren, sowie zwei Motorräder. Okay. Das war mir dann zu auffällig. Also brechen wir ab, oder wie? Wir brechen ab, ja. Wir machen das noch einmal. Okay, alles klar. Das heißt, wir machen gleich Casa de Mar? Ja, können wir machen. Alles klar, gut. Ich gehe dann zur LTD. Ich sag den anderen Bescheid, oder hast du schon? Ja, die stehen alle bei mir. Also, okay. Dann, gut, dann gehe ich zur LTD. Okay. Job. Keine Ahnung. Also Entschuldigung, sagen, mein Bruder. Also ihre Nummern, ich mag ihre Nummern nicht, ja? Die einzig wahre Nummer ist die 42, okay? Die 42? Was? Warum? Also wenn sie bei PD anfangen würden, würden sie darauf bestehen, dass sie die Nummer haben wollen? Ich hab schon die Nummer, nur beim Emil. Okay. Ja, stimmt, wir hatten ja auch letztens, glaube ich, wir hatten letztens schon das Vergnügen, ja. Also ich sag nicht Vergnügen, weil es ja kein Vergnügen war. Mhm. Also, da haben, ja, genau. Mhm. War nicht so toll. Ich kann mich da nicht mehr genau dran erinnern, aber ja, irgendwas war da. Ja, wir waren da beim Gang. Ach, das ist richtig, ja. Was ist das für ein Rasenmäher? Deswegen sage ich ja kein Vergnügen. Ja, ich dachte, ich habe oft mit dem PD zu tun, was Arbeit angeht, deswegen verzeihen Sie mir, wenn ich da nicht direkt... Da waren Sie nicht offiziell in der Arbeit, ne? Ja, für mich war das trotzdem Arbeit. Ja. Eine Sekunde. Ja. Ach, schön. Aber hier ist voll viel los heute. Das ist eine belebte Stadt und belebte Gegend hier, ne? Besonders nachdem die Straßen hier wieder aufgemacht haben, ums VPD rum, ist auch mehr wieder los. Weil muss man nicht den Verkehr hier überall umleiten. Es ist ein bisschen weniger los, seitdem das VPD zusammengebrochen ist, aber... Ja. Aber wie lange dauert es noch, bis diese doofen Sperrungen da wegkommen? Das ist echt ätzend zum Fahren. Ja. Kennen Sie die Baustelle hier vorne um die Ecke? Ja. Ja, genau. Da brauchen wir nicht drüber reden, oder? Ja, hätte sein können, dass das bald, keine Ahnung, abgerissen wird oder sonstiges. So. Wir hoffen auf das Beste. Dass es wieder neu, renoviert wird, oder? Dass die Straßen jetzt hier demnächst auch mal aufgemacht werden und dass man dann... Die Straßen komplett auf? Nee, die Straßensperren aufgemacht. Ach so, ich dachte schon. Wenn die Straße aufgemacht wird, kann keiner mehr fahren. Dann U-Bahn-Tunnel durchdrehen. Ja, keine Ahnung, vielleicht neue Internetkabel verlegen oder so, ich weiß es nicht. Ich kenne das U-Bahn-Netz tatsächlich hier nicht, weil ich fahre, wenn dann nur Bus, wenn ich mal mit den Öffentlichen fahre, aber mit dem U-Bahn-Netz fahre, weiß ich gar nicht, wie das hier ausgebaut ist, so gut. Eigentlich ganz gut. Ja. Ist okay. Keine Ahnung. Nur eine Frage, Sie sind doch ein Dienst der Öffentlichkeit, oder? Ja. Das heißt, wenn ich mit Ihnen mitfahre, nehme ich dann die Öffentlichen? Moment. Ja, aber also ist es ja auch kostenlos. Ciao. Kannst du mir deine Nachricht kurz erklären? Ich habe mir kurz ein bisschen Sorgen gemacht. Was, dieser Doppelpunkt? Ja, genau. Ah, ja, nee, der war für uns, dass es losgeht. Ah, okay. Alles klar. Also für die Spotter. Okay, ich dachte, das wäre irgendwas und du musst bloß so schnell irgendwem Bescheid geben. Also, nee, aber nett von dir. Okay, gut, ich bin, bald auch mit dabei. Ja, alles klar. Gut. Dann. Bis dann. Muss nicht, ne? Mhm. Kann.
Was ist so die maximale Strafe von allem, was man so haben kann, so geldtechnisch? Sind es dann so 3 Millionen oder so? Oder 5 Millionen? Geldtechnisch? Bestimmt Steuerhinterziehung. Nee, jetzt warten Sie mal kurz. Jetzt muss man erstmal nachgucken. Ja, ich weiß, welches Gesetz es ist, aber ich weiß nicht, wie viel, dass man da zahlen muss als maximal. Das ist... Jedenfalls kein Kavaliersdelikt hier, ne? Das safe nicht. Das sind illegales Verbreiten von Musik. Das Runterladen hier. $455,000 und dazu kommen aber mindestens 130.000 Afteinheiten bis lebenslänglich, ne? Au. Okay. Terroristische Straftaten. Oh. Autsch. Ja gut, das ist teuer, das kann ich mir nicht leisten. Nein. In den Knast gehen, okay, verstehe, aber echt, musst du noch dein Geld abdrücken? Ja, die wollen ja auch noch verdienen dran, also verstehe ich schon so. Wenn du was machst. Ja, was meinst du, wie viel das VPD kostet? Eben, ja. Jetzt muss man sich auch noch überlegen, ne? Wenn man das nicht aufbringen kann, das Geld, dann wird alles 1:1 jetzt umgerechnet von Geld in Hafteinheiten. Ach, das ist auch Gesetz. Das heißt, dann kriegst du auf Lebenslänglich nicht nochmal drauf, oder was? Ja. Wenn du wiedergeboren wirst, wirst du direkt wieder in den Knast gesteckt. Kennst du auch in Amerika nicht anders mit 3x, 4x lebenslänglich. Nee, genau. Ich wollte gerade fragen, ob es das auch gibt, so 70x lebenslänglich oder so ein Shit. Naja gut, lebenslänglich ist in Amerika auch nur 25 Jahre oder so. Ja, dann 70x 25 Jahre ist ja... Okay, glaube ich. Vollkommen in Ordnung. So ja, lange das geht doch. Das geht noch hier. Ich habe mal gelesen, irgendwie einer wurde für über 1000 Jahre verhaftet. So. Ja, das habe ich auch mal gehört. Schon wild. Das war aber einer von diesen richtig, das war einer von diesen richtig heftigen Serienmördern, ne? Richtig kranken Wichser, nee. Ja. Ist schon richtig. Ja, einfach besonders den Sarg wegsperren, ich sag's euch. Ja. Besonders ist, ich finde es auch nicht immer schlecht, wenn man dann sagt, hier danach noch hier mit dem Psychologen ist die Gespräche erstmal, weil manche Leute müssen, ich weiß nicht, wie sie das sehen, aber manche müssen halt schon einen Knacks weg haben für bestimmte Straftaten. Ja. So nenne ich das mal. Vollkommen richtig, ja. Irgendwoher muss. Verwahrung ist gar nicht so angenehm, wie viele denken. Das ist voll schlimm. Da kommst du, glaube ich, auch nie wieder raus. Wo kommt man nicht mehr raus? Naja, du kannst ja Sicherungsverwahrung, wenn du halt so, also es gibt ja Leute, die sind es wirklich und dann denken so, viele, ich hol mal was so zu essen. Ja, bis dann. Leute, wir gehen. Genau. Oh mein Gott, ich hab so einen Hunger. Naja, ihr kriegt das schon hin. Gut, also wer macht das? Ist doch gar kein Weil die holt Essen. Charlie und du, Lee, oder nicht? Ja gut, wenn ich da rauskomme, ist das kein Problem. Was denn? Ja, fangen wir mal aus. Wer gleich das im Casa macht. Ach so. Ja, keine Ahnung, was die heute an dem Viertel gefressen haben, Mann. Ja, die haben gerade irgendwas gesagt, von wegen, da war ein Vorfall oder so. Ja, hier fahren irgendwie die ganze Zeit mehrere Wegen, auch die ganze Zeit im Kreis, irgendwelche Washingtons und so. So ein grauer Washington, habe ich zwei, drei Mal gesehen. Ein schwarzer Washington und so ein grauer Scharnier. Oder Scharnier von mir ist auch das, ja. Ja, irgendwie sowas, keine Ahnung. Irgendwie sowas fährt hier die ganze Zeit hin und her. Zusätzlich zu den Cops. Dass man alles so mitkriegt, wenn man mal 10 Minuten da steht und guckt. Hätte man eigentlich gerade machen müssen, als wir mit denen gequatscht haben. Guck, da ist er wieder. Der fährt die ganze Zeit hier rum. Kennt ihr den? Nee. Keine Ahnung. Fuck, Mann. Hast du den? Oh. Und irgend so ein schwarzes Auto mit 4 Leuten oder 3 Leuten drin war auch die ganze Zeit vorne am Gegenkey. Bis ich dann weggelaufen bin, dann sind die auch weggefahren. Auch strange. Naja. Dann macht ihr das morgen oder so. Ja. Stimmt, du bist ja gar nicht da dann, oder wie? Ja, ich muss mal schauen. Ich glaube, ich bin bis Sonntag eventuell, werde ich mich noch mal ein bisschen ausruhen, damit das auch wirklich ordentlich verheilt. Und mal ein bisschen Wohnung putzen. Ja, genau. Das war ein Vorschlag. Also, ja. Na, okay, ich bin ja schon wieder still. Und warst du schon drin, oder was? In seiner Wohnung? Ja. Ja, schon oft. Oh. Uns lässt er nicht rein. Stimmt doch gar nicht, du hast nie gefragt. Okay, Punkt für dich. Na, man verpasst doch nichts. Alles fein.
Stimmt doch gar nicht, ich habe mir mal eine Winkelkatze geklaut. Die steht da. Aber ich hoffe nicht von irgendeinem Grab. Nee, schon von der Pagode. Ach, sehr okay. Ja, weil die Gräber in der Stadt irgendwie verwüstet wurde und geschändet wurde. Nee, würde ich nicht machen. Ja gut, ich ruf mal Connor an. Gut, wollt ihr euch schon mal umziehen? Was sollen wir denn anziehen? Dunkel, am besten nicht erkennbar. Außer Lee ist der Meinung, man sollte erkennbar sein. Ich sollte vielleicht andere Schuhe anziehen, aber dann müsste Jini mich reinlassen. Shit, stimmt, ja. Nein, nicht erkennbar. Wir wissen nicht, wer da hockt. Nachher hockt da irgendein Kopf ins Zivil oder so. Ja, dann muss ich aber bei Jini rein. Komm bei Jini nicht rein. Die hat meine Klamotten. Ja, gut. Dann fahren wir zu mir. Ich besitze auch Klamotten. Das ist gut. Sie und ich ziehe mich mal hier raus, ne? Also. Ja. Dann, wie gesagt, melde ich mich oder melden die sich die Tage oder so. Gut, ich ziehe mich auch. Dann nochmal machen, wenn das okay ist. Ja, dann komme ich mit dir. Hast du noch irgendwie. Weil meine liegen auch bei. Naja, ich habe noch irgendwas. Ein Hoodie einfach oder so. Habt ihr gar keine Klamotten mehr bei mir oder was? Na, die sind alle bei ich nie. Ich hab noch nicht dazu, den anderen Schlüssel zu holen. Warte doch, den kaputten. Ich wollte mich nur umziehen. Ja, ich wollte da noch nicht alleine so rumsitzen. Ich zur LTD. Alles klar. Monschengau. Guten Abend. Monschengau. Gut, also ich habe jetzt einen Helm unter dem Arm. Könnte dir auch eine Cappy und einen Bandana geben, aber schön. Na, hat er schon. Das ist gut, jetzt nehme ich den Helm. Okay. Ich hätte auch noch eine Sturmmaske. Das übertreibt man nicht. Das war kein Scherz, habe ich wirklich. Das ist nicht das Wort. Ja, okay. Connor kommt hier. Okay. Also, ihr beide und Connor, korrekt? Und, Vi. Vi, okay. Also Connor ist nur Fahrer. Braucht ihr eine Knarre? Ja, genau. Die hast du ja. Eine nehmen wir mit. Die Tatwaffe habe ich. Nehmen wir die, oder? Hab ich die Tatwaffe? Ist das die hab ich dir gegeben, ja, genau. Okay, dann ist das die, dann müssen wir die mal eben holen. Dann gehen wir mal eben rüber. Moment, ihr würdet die Tatwaffe mitnehmen? Dann machen wir nicht noch eine dreckig, oder? Ja gut, wir töten ja hoffentlich niemand, oder? Nein. Außer es sind Wölfe drin und die spielen Helden. Gut, dann holen wir da kurz den Wagen, ja? Mhm. Und tanken die nochmal. Ja, dann hol ich kurz die Knarre. Einer muss hier bleiben, weil Connor gleich herkommt. Ja, Quan, herzlichen Glückwunsch. Ich hol kurz die Knarre. Ja, Connor, sag du. Du weißt. Du bist hier gerade, ja. Mit dem Alice. Vielleicht eine ganz gute Info. Achso, die sind gerade alle am Alice. Ja, ist da gerade nicht. Die sind gerade schön am Saufen, das passt schon. Gut, wie lange brauchen die vom Alice zum Castle Delmar? Lange. Also, was fahren diese Rentner-Mobits? Keine Ahnung, 80? Keine Ahnung, ich habe auch so ein Karakara bei denen gesehen und so. Mindestens zwei. Ja. Die müssen runterfahren, die müssen das mitkriegen. Breche da mal mit 5 Minuten, dann müssen die alle auf ihre Bikes. 2 Minuten sind die vielleicht am Chapter. Dann müssen die hochfahren, die fahren über den West Table, werden die nicht machen, die werden über den East hochfahren höchstwahrscheinlich. Was Castle Del Mar ist immer noch im West Highway, oder? Ja, das ist am West Highway. Aber okay, die müssen gut. Ja vom Alice dann, müssen die wahrscheinlich dann über den East hoch, dann entweder Sandy Shores oder über Palito kommen. Also. Rechne mal so im schlimmsten Falle mit 10 Minuten. Soll ich mal fragen, ob die noch aufhaben gleich? Weil nicht, dass sie um 23 Uhr zumachen. Nein. Anruf, ich wollte gerade sagen, nee. Okay. Wenn nichts ist, dann ist nichts. Dann fahren wir halt wieder. Achso, ich stell dir gleich eine Karte aus für den Wagen, ja? Und so. Ich geb dir da. Rätsel, bitteschön. Luna? Ja. Willst du mir die Karte für den Wagen geben? Wie? Dir? Ja, oder Connor? Vergessen.
Koi? Koi. Ach, da hinten ist Koi. Ja, oh, Moment, ich gebe dir die Karte. Eine Sekunde. Ich meine, das ist die hier. Wann ist jetzt geholt? Ja gut, die sollte ich vielleicht nicht so nennen, ne? Ja, die hast du so genannt. Ja, ich habe gesagt, benennt die um. Hm. Also, ich rubbel das mal runter, ja? So. Ja, mach das mal. Warte. Hey, du kannst... Hast du da gerade draufgespuckt? Alter. Oh. So, ist schon unten. Oh Gott. Okay, ich schreibe drauf. Was ist dein Lieblingsessen, Luna? Schreib einfach drauf, Passionsfrucht. Passionsfrucht? Passionsfrucht, okay. Ja. Okay. Hey, Mr. Passionsfrucht. Hier. Was? Mal weiter. Ah, oh, danke, mein Ding. Ich nehm dir gerne. Du bist jetzt Passionsfrucht. Was ist das jetzt für eine Karte? Ja, für den Granger. Achso, warte, du hast hier aufgespuckt. Ah, nee, warte, ich geb dir mal hier, halt mal. In welcher Straße sollen wir spotten? Ich glaube, Route 68 ist das, Mann. Ja, einfach nur da haben wir einen Puffer von, keine Ahnung, 30 Sekunden oder so. Ja, wir können. Ja, weißt, wo das ist? Wir können da an der Kreuzung bei der LTD halt doch sein, oder nicht? Wo es Richtung. Also, wo es auf den Highway rauf geht, bei Sally's. Ja. Oder ja. Nicht? Gut, wollt ihr euch auf den Weg machen? Habt ihr alles? Hat jemand eine Narre? Ich habe nichts, womit ich mich wehren könnte. Claudia, ich kann einfach nur dastehen. Ja. Okay, ja, dann auf. Let's go. Aber okay. Machen wir das mit einer Waffe? Eine Waffe und ich habe ein Messer. Oder willst du das Messer? Ich habe halt gar nichts, ich stehe halt nur dumm rum. Ja, dann nimm das Messer. Warte, ich muss ganz kurz ins Auto. Rutsch mal ein Stück. Ich krieg den Kofferraum so nicht auf. Ja, Con, willst du mitkommen dann zur LTD, oder? Mich. Ja, ich pack dich ein. Nehm dich mit. Aber jemand sollte vielleicht noch rumstehen. Ja, wir sollten jetzt vielleicht nicht ewig diskutieren, wollt ihr jetzt. Warte, hier. Los, oder? Kann jemand von euch an Palito dann stehen noch? Danke. Das ist ja eher ein Problem, vermutlich. Ja, Route 68, I guess, ne? Dann schreibe mich Route 68 an die Tankstelle. Oder Buenos Aires. Bis dann. Ihr werdet immer mehr irgendwie hier in der Gruppe oder so. Tja. Ich. Stehe in der Mitte, das mag ich nicht. Erst waren 4, also, dann waren 6 und jetzt sind 10. Und du fährst dann die Route 68, okay? Ja, genau. Gut, dann auf. Wo fahren wir denn jetzt mit? Jetzt bin ich allein gelassen. Fahren wir selbst? Ja, ich warte beim Granger. Sorry. Funktioniert? Aber ich muss über den Beifahrer rutschen, das ist ein bisschen eng mit dem Poller. Ja, das war Absicht. Ah, die parken immer so scheiße, Mann. Wahnsinn. Ich rutsch auch. Ja, rutsch doch mal. Fahr halt vor. Fahr vor, Mann. Gut, in dem Wagen ist wohl alles drin, was man einbauen kann. Zumindest legal. Ja. Muss ich jetzt was sagen oder lass ich reden? Wenn jemand mucks, Handy zückt oder so, musst du natürlich was sagen. Also wenn du das siehst. Jeni wäre fertig. Dann soll Quan mal Jeni schnappen, oder? Er soll die mit? Die schreit auch gern rum. Oder sie soll mit Tisch. Warte mal. Also habt ihr eine bevorzugte Richtung, die ich dann abhauen soll? Weil ich könnte nach Norden, Cassidy Trail. Ja, Nord gibt es da Möglichkeiten. Warte, ich ruf mal das hier. Cassidy Trail. Willst du deine Schwester noch einsammeln? Die schreit gern rum und kann mich ersetzen. Wir haben eventuell gerade einen Autounfall gebaut. Was? Sag mal Jeni Bescheid. Dreh mal um, die haben einen Unfall gebaut. Was? Ich hab's, glaube ich, gerade gesehen und dachte, ich bin mir nicht sicher, was ich sehe. Rechte Seite gleich. Echt jetzt? Ach man. Schlimm, oder? Eins weiter, da rechts jetzt, in der Seitenstraße. Seitenstraße, in der Straße. Ja, du hast das letzte Mal Jeni angerufen, das gibt's doch nicht. Das sind wir absolut nicht, ey, scheiße. Ich will mal einen Krankenwagen, ja. Fahr mal weiter ein Stück, bitte.
Nee, alles gut. Müssen wir jetzt mit. Wir müssen das Gitter rausbringen. Wir müssen das Gitter rausbringen, wenn die einen Krankenwagen rufen. Wie machen wir das? Von uns hier. Ich habe eine Knarre, ich kann nicht da bleiben. Ja, warte, ich steck aus. Ja, mach das mal. Dann soll das Gitter hier schnell rüber haben. Ja. Er soll einfach einsteigen hier und du fährst los, richtig? Ja. Ja, jetzt gafft doch nicht, fahrt einfach. Jo, steig ein, lauf, lauf, lauf. Na, also jetzt gaff doch nicht, Mann, alles gut. Alles okay hier? Ja, jetzt, jo, Mann, fahr doch einfach, Mann. Wasserschaden hier. Jo, was hast du nicht verstanden? Wer hat denn hier jetzt nicht nach rechts geschaut? Einen schönen guten Tag. Hallo. Guten Tag. Hey, komm kurz mit. Nein, ich komm hier schon weg. Ey, wenn die das MD rufen, bist du gearscht. Yo, ich komm hier schon weg jetzt. Warum fahr doch einfach? Gut, manche wollen einfach keine Hilfe. Ey, der will hier nicht weg. Willst du wieder einsteigen? Ja, ja, dann steige ich wieder ein. Wir sind um die Ecke einfach nur. Ja, alles klar. Hä? Warum? Was zum... Warum bleibt der da jetzt? Das muss ich nicht verstehen, oder? Wie das MD hier rufen, ist ja im Arsch. Mies abgefuckt. Schon durch. Ist dich gut? Du kannst auch noch sonst ein Stück vorfahren, okay. Der wollte jetzt keine. Nein, keine Ahnung. Wollte er nicht. Ja, ich rufe ihn hier an. Die soll auch noch reinfahren. Nee, wenn die zwei jetzt gebunden sind, dann brauchen wir mal Leute. Ja, fahr mal zurück zur LTD. Ja. Wir brauchen eigentlich jemand im Norden, irgendwo bei Palito, mit dem Sheriff ausrücken. Bist du an der LTD schon oder musst du abgeholt werden? Ich wollte jetzt gerade losfahren. Okay, dann bis gleich. Bis gleich. Ja, was ist, wenn die Marshals jetzt gleich nun schon allein einen Ausweis von ihm wollen als Aussage? Ja, keine Ahnung, was er sich dabei denkt. Das ist halt sein Problem, ne? Okay. Er hat's abgelehnt hier. Wir haben es mir angeboten. Was ist denn jetzt hier? Keine Ahnung. Mülltonnenbrand oder so ein Mist wahrscheinlich. Es gibt irgendwie so Spike oder so ein Shit. Schade. Dann kann ich nochmal schnell Stress pissen, ne? Ja, bis Jini da ist. Genau. Druck, so Druckentleerung, ja, ja. Wait? Ja, irgendwo muss der Druck hin. Jo, ich glaube, die Nummer verzögert sich. Das geht nun gerade einen Unfall gebaut. Ja, das weiß ich. Okay, ich wusste nicht, ob du Bescheid weißt. Ja, das weiß ich. Wollten das geht da rausholen, aber der will nicht. Ich wollte meinen Druck nicht hier entlernen. Ach, okay. Gut. Naja, ich muss mich gucken, was er so kann. Ich bin jetzt auf dem Weg zur Staatsanwaltschaft. Ja, gut. Ich gleich nichts mehr. Ja, ich renne. Dann bis gleich. Bis gleich. Naja. Ich hol mir auch kurz was zu essen noch. Wollt ihr was? Jetzt hat Dusky gewonnen und gerufen, dass er ihn abholen soll. Hä? Alter, dieser. Braucht er was zu essen? Ich hab mir schon was gekauft. Nee. Dann glaube ich mir mal irgendwas. Manchmal. Nicht die Möglichkeit, Mann. Ausgerechnet die US Marshal. Weiß man ja. Was machen wir, wenn da Wolves chillen? Die sind alle im Ellis. Okay. Sagt wer? Ja. Ja, zieh dir mal was Dunkles an. Auch was fürs Gesicht, ja? Okay, ja, dann muss ich nur kurz vorbei. Ja, deswegen rufe ich dich an. Okay, dann gut. Bis gleich, ich beeile mich. Motorradwäsche. Die Dinger sind saupraktisch. Kuruma wäre schön. Wirklich, Kuruma ist gerade auch Offroad echt eigentlich eine Maschine. Naja, wir haben einen, aber der ist, naja, wenn der erwischt wird, ist vorbei.
Muss so keine Stinkerocker grüßen, oder? Hm? Ja. Sieht so aus wie so Stinkerocker da drin. Die haben mich auch gegrüßt. Die haben mich in Ruhe lassen. Ja, okay. Du hast Bescheid. Stand jetzt mal auf null. Nee, nee. Ist Taxifahrer? Ja. Ja, ja. Gut, muss. Ja, alles klar. Gut, ich muss droppen. Ja, und so fahre ich auch immer aus Tankstellen raus. Hm, also ich schon. Mach mal. Okay. Nein. Ja, ich bin so froh. Dann kommt das Großauto wieder hoch. Hey, ihr wolltet mich als Fahrer. Ja, alles gut. Ja, wo fährst du hin? Achso, ich dachte, ich hab losgehört. Hat nicht jemand losgesagt? Nee. Oh. Wir warten noch auf Jini. Achso. Und Jini nimmt meinen Platz ein und ihr brieft sie, ja? Gut, Charlie brieft sie. Hab ich das mit dem Los falsch verstanden? Ich auch. Hab ich losgesagt? Ich glaube, es ging um den Taxifahrer, dass er losfährt oder so. Ja, wahrscheinlich. Gut. Keiner fährt so los oder so. Los, okay, los. Ah. Ja, irgendwie so war das. Ja, wir sind übrigens ein sehr organisierter Haufen. Der Typ bei Komoda denkt sich jetzt auch so, ist bei denen falsch. wir warten, bis der Spritpreis runtergeht, so Mitternacht, oder? Ja. Ja, jeder tausendste Liter ist gratis, deswegen haben wir schon im Kreis gefahren. Du wolltest halt nur zeigen, was mit dem Auto geht. Ja, ein bisschen was geht mit dem Autoposer. Genau. Ich sag mal, wenn vier Leute drin sitzen, geht weniger, als wenn nur einer drin sitzt, ne? Ja, gut, alles gut. Ich hab beim Fahren keinen Respekt vor Materialschäden oder menschlichen Leben, das passt schon. Okay. Ich glaube, die Kopfsache hat das gepackt. Und ja, nicht. Dann ist er selbst schuld. Gerade an der Staatsanwalt schon reinkommen und der wurde zu mir zum Auto und dann sind die kurz hinterher gerannt. Weil er hat doch gesagt, wir sind. Das ist wo bei der Staatsanwaltschaft? Ja, genau. Können wir den jetzt rausholen? Weißt du, wo die Staatsanwaltschaft ist, Connor? Ja. Wir sind voll, ne? Ja, fahr da mal hin. Der Wagen ist getankt? Der ist getankt. Wir sind voll. Und ich habe eine Knarre dabei. Ja, das hier sind gerade Cops hinterher gelaufen. Also er ist auch stehen. Vielleicht? Ich glaub, die wollen nochmal mit dem reden. Also in der Stadt mit dem, das wird nichts, ne? Okay. Das wird mit der Karre echt nichts. Oh, da ist jemand, der hätte es machen sollen. Er hätte einfach ansteigen sollen. Ja. Die waren beschäftigt genug. Solange die zu Fuß sind, vielleicht noch, aber mit dem Auto. Und Sonnenblock boxe ich ihn da raus. Ich steig einfach aus. Ich, Was mache ich mit der Knarre? Ich tue die jetzt ins Auto, oder? Ich habe nur ein Messer. Ja. Ich hab nur ein Messer, ich steig jetzt aus. Warte mal. Lass mich aussteigen. Aber ich soll da aussteigen, Mann. Ich stell die Knarre mit. Der soll schnell die Karre rennen, wenn einer von uns aussteigt. Ich fahr nicht da rein. Ich bin der Einzige ohne Waffe, ich steig aus. Okay. Aber der ist doch hier gar nicht. Ja, aber die werden uns doch folgen. Wir sollten einfach aussteigen. Ich gehe jetzt raus, Lee geht raus, Charlie geht raus. Gut, okay. Go. Okay. Wir sind ausgestiegen, Con. Abend. Guten Abend. Abend. Alles okay? Ist dir was passiert? Helfen? Ich mache mir Sorgen um sie. Nee, alles gut. Mir geht's gut. Okay. Aber ich weiß nicht, wie es ihm geht. Vielleicht Fuß nochmal oder so. Jo, ihr habt es jetzt gemacht? Was gemacht? Wie? Was denn? Habt ihr es jetzt gemacht oder nicht? Natürlich nicht. Jo, wie natürlich nicht? Warum? Weil wir dich hier rausholen müssen. Da oben stehen 15 Cops. Und einer davon ist Ben. Und? Ja, was soll ich machen? Soll ich rennen? Geht nicht. Sollst du in diesen Granger da einsteigen? Ja, und dann haben wir eine Verfolgungsjagd, Junge. Keiner von denen sitzt in seinem Auto. Ich hab gerade eben schon versucht, bei Dingen einzusteigen. Sie sind mir sofort hinterhergerannt. Warte mal ganz kurz, wir haben gerade ein Problem. Okay. Alles gut, ich hab doch einen Ausweis dabei. Na gut, wie du meinst. Ich würde es erstmal bleiben, halt hier in der Nähe so, alles cool. Ihr solltet auch nicht parken, das ist halt nur super. Ja, wir bleiben halt einfach in der Nähe.
Wir sollen einfach in der Nähe bleiben und ordentlich parken. Na gut. Weißt du, warum wir das Gitter rausholen müssen? Oder kannst du es dir denken? Ich kann es mir denken. Okay. Ich hatte selber mit solchen Problemen zu kämpfen oder Kontakt. Okay. Ich denke mal, die Waffe ist nicht das Problem. Das ist ja nur eine Ordnungswidrigkeit. Ich glaube, der hat auch gar keine, ne? Nee. Aber der hat noch was anderes nicht. Kann ich mir denken. Also, er hat schon was, aber hat nicht seins, ne? Ja, ich weiß schon. Damit, ich bin da bestens im Bilde bei dem Bereich. Okay. Was ist denn überhaupt passiert? Also so wie der Kuruma steht, das... Ja, die werden die Kurve geschnitten haben oder so. Hallo? Ja, aber so weit, ja. Da hinten? Ja, dein Bruder und Luna hatten einen Autounfall, jetzt ist hier alles voller Cops, wir bleiben in der Nähe. Ja, sorry, dass du jetzt warten musst. Du, kein Ding, so, aber ist bei denen alles okay? Sind die verletzt? Es geht wohl, aber die Cops lassen den nicht gehen. Scheiße. Okay. Ja, wie gesagt, wir sind in der Nähe. Wenn der es irgendwie schafft, jetzt im Auto zu gehen, dann... Keine Ahnung. Steig ich aus, werf mich vor deren Auto, keine Ahnung. Wir müssen den irgendwie rauskriegen. Wo sind die denn? Staatsanwaltschaft. Staatsanwaltschaft. Okay. Direkt bei diesem bunten Parkhaus beim Vespucci PD. Okay. Und das seid ihr jetzt in der Nähe? Richtig. Ja. Ja gut, gib dann einfach Bescheid oder wenn ich da auch noch hingehen soll oder wenn irgendwas ist. Ich warte dann einfach so lang. Ja, alles klar. Okay. Ja. Bis später. Das Gute ist, einer der Cops da oben ist unserer. Wenn er ihn kontrolliert, ist alles gut. Eine technische Frage zu dem Fahrzeug. Der Bullenfänger von, ist der Deko oder ist der... Ich habe ihn nie ausprobiert, ehrlich gesagt. Gut, ja. Ich habe den Wagen so gekauft. Bilal, ja, der ist illegal. Ich gucke darauf an, ob die Leute, die den verbaut haben, Ahnung davon haben, wo der ran muss. Warum? Ist der falsch rum angebaut? Nee, aber je nachdem, was wir... Ich kann ja nicht... Also ich habe ja nicht den mal auf der Bühne gehabt. Müssen wir mal die Stoßstange abnehmen. Je nachdem, wo der an der Karosserie angebracht ist, kannst du damit halt auch arbeiten. Wenn der jetzt irgendwie, weiß nicht, an der Halterung vom Kühler angeschweißt ist, dann fährst du damit irgendwo entgegen und dann ist Ende Gelände. Ich sag mal, so die Wägen da vorne haben auch einen Bullenfänger. Ja. Und die sind mehr. Naja, darum geht's mir gar nicht, aber irgendwann so einen scheiß kleinen, so einen Zaun oder so einen Maschendrahtzaun kannst du damit halt schon umbügeln. Ah ja, okay. Wo sind denn die anderen jetzt eigentlich hingelaufen? Weiß nicht. Wird jetzt auch kein Demolition Derby tatsächlich veranstalten. Bitte ich auch du. Hat Jan den Wagen geholt, okay, alles gut. Das wäre der erste Plan, wenn Dillys nicht mehr unter Fremdverwaltung steht, mit den ganzen Gebrauchtwagen, die da drin sind, mal einfach Demolition Derby, die will keine Ahnung. Die Scheiße kauft doch keiner. Einmal in Steinbruch fahren, sagst du, ja? Ja, die... Das wäre eigentlich eine geile Zusammenarbeit von so einem Event mit LSR oben. Ja. Man könnte halt so viel machen, ne? Wenn man nicht den ganzen Tag nur am Saufen wäre und sich denkt, so der Laden läuft schon.
Jo, was geht? Uns hat das wirklich geschafft. Ist das jetzt ein Problem? Ah, gibt's noch was? Ich wollte fragen, ob es noch was gibt. Ich dachte, das wäre durch. Ich habe gerade mit dem Kollegen noch gesprochen. Schön, natürlich kann ich den zeigen. Ja. Ich hatte gerade mit dem Kollegen. Ja, kein Ding. Ja, ja. Das war's. Das war's aber jetzt, oder? Das war's, danke schön. Okay, alles klar. Tschüss, schönen Abend noch. Ebenso. Achso, sollen wir diesmal mitnehmen? So. Ja, das, Können wir vielleicht erstmal wegfahren? Ich weiß nicht. Ach, jetzt will er plötzlich weg. Ich weiß nicht, wie sehr belastet der Ausweis ist. Ja, dann fahr. So, und der Herr, der gerade eingestiegen ist, einmal aussteigen. Fahr. Yo, dann fucking drive. Weg. Rechts. Oder? Ja. Egal. Du machst das schon. Fuck. Also ich ruf kurz jemanden an. Wey? Na, alles gut bei euch? Nein, gerade nicht. Okay. Nummer? Scheiße. Ah ja, ich hab grad Cops am Arsch und im Auto. Kannst du mir irgendwie helfen, Mann? Einfach nur irgendwo, wo die mich rausschmeißen können, so. Achtung, es wird Bullshit. Oh, wow. Scheiße! Oh, fuck, Mann! Yo. Wo kann ich hin? Okay, was putsche Kanäle, aber ich kann nicht rennen oder so, weißt du? Das ist halt das Problem. Wir sind in einem Granger. Was ist das für ein Granger? 2600 LX. Granger 2600 LX, glaube ich. Damit wir sind gerade auf dem Highway Wir sind hinten dran. Wir sind auf dem Highway. Wo seid ihr? Okay, gut, sie fahren um Little... Sie sind in Little Soul. Sie sind in Little Soul noch. Hier. Die fahren im Kreis in Little Soul. Okay. Ja, wir fahren den hinterher. Oh! Habt ihr noch was dabei? Provoziert die nicht? Nein, natürlich nicht. Doch, okay. Natürlich provozieren. Die, müssen, die sollen uns anhalten. Euer Call soll ich zurück? Okay. Ne, alles klar. Nee, passt. Wir haben gerade keine Cops mehr hinter uns, aber dann auch. Ja, die suchen die ganze LTD ab. Wir sind richtig viele. Die suchen die LTD ab, okay. Wir sperren die LTD. Ja, okay, der soll auf jeden Fall umsteigen, der soll irgendwo hin, aber nicht hier. Wir fahren gerade, wo sind wir gerade? Okay. Wir sind gerade in der Nähe von Mirror Park. Oh, das macht Spaß, lass die mal provozieren. Wir haben ja nichts gemacht. Alles klar. Saskia, du musst halt woanders schlafen. Kommt nicht hin. Wir kommen nicht hin, alles gut. Ja, kommt nicht. Also wir fahren hier noch durch die Gegend, wir fahren jetzt alles ab, Legion Square und so weiter und so fort. Gut. Ach, Mann, wir wollten euch blockieren, also die blockieren, das hat, ach, das war so knapp, Mann. Alles gut. Bis gleich, ciao. Okay. Und der nächste. Wait. Wir sind, na, ja, wir mussten gerade das Ski mit erhöhter Geschwindigkeit wegfahren. Bitte was? Ja. Little Soul ist abgesperrt, aber wir sind nicht mehr da. Alles gut. Okay, also fährt die Sache heute aus. Ja? Dann ja. Solltest okay. Deine Stimme schonen, glaube ich. Das glaube ich auch. Okay. Ich werde noch kurz an LTD warten, falls ich euch noch mal im Gefängnis besuchen muss, beziehungsweise im PD. Warte an LTD, ich sag weiter Bescheid. Ja, okay, gut. Okay. Ja, kann sein, dass du Vi und Charlie gleich rausholen musst, die wollen die Cops provozieren. Was? Ja, nö. Aber ich hab meinen Standort geschickt, der könnte mich ja sonst rausschmeißen, ne? Ich hoffe doch nicht, ich rufe ja. Das Problem ist, ja, dass es das übel gut. Komisch für Luna wirken wird. Warte mal, telefonierst du noch, oder? Ging es jetzt an mich? Aber ich telefoniere gerade nicht mehr, ne? Ja, ich auch nicht. Er könnte mich ja theoretisch rausschmeißen, wenn er noch irgendwas machen muss, ne? Ich hab Zack jetzt meinen Standort geschickt, der sammelt mich hier ein. Welcher? Zack am Café. Okay. Ja gut, kannst du bei dem irgendwie pennen oder so? Ja, würde ich dir einfach fragen. Zweifel rufe ich, du weißt schon wen an, ne? Ja, alles klar. Okay, gut. Schmeiß, also wollt ihr noch woanders hinfahren, oder wie? Ja, wir fahren jetzt zurück. Die suchen den Wagen hier. Ja, gut. Wie gesagt, überlegt euch schon mal was, weil das wird übel komisch für Luna jetzt wirken. Naja. Ja. Gut. Gut. Oh, abgewürgt, perfekt.
Außenstand losfahren war zu viel Druck für mich. Mhm. So, okay. Wir fahren natürlich nicht zurück. Wir müssen den Wagen mal verstecken ein paar Tage. Ja. Ja. Die haben das Kennzeichen von dem nicht gecheckt, oder? Die standen nicht nah genug dran. Ah, weiß nicht, die... Die eine ist halt da nach hinten gelaufen, die ne? Schon, die war schon relativ nah dran. Hast du irgendwo noch ein Fahrzeug von dir oder so? Ja, ja, warte. Dass du das verstecken kannst. Versteck. Also was heißt gutes Versteck, aber das ist nicht so gut einsehbar. Da wohnen halt, keine Ahnung, da wohnen eigentlich ein paar Leute, das ist ein Motel, das ist viel Verkehr, so da gehen viele Leute ein und raus. Mhm, okay. Ich habe kurz mein Leben an mir vorbeiziehen sehen, als du in dieses Parkhaus gefahren bist, ne? Ach, wieso? Du bist wirklich ein guter Fahrer. Ja, jetzt so im Nachhinein die Aktionen auf dem Freeway drauf waren ein bisschen fragwürdig. Oh, hinter uns Blaulicht. Aber die sind vorbeigefahren. Wir könnten, theoretisch können wir uns anhalten lassen. Ja, trotzdem. Mhm. Ah, die Aktion auf dem Freeway drauf, in Retro-Perspektive, würde ich vielleicht nicht nochmal genauso machen. Ja, was? Haben echt Glück gehabt, dass keiner gekommen ist, ne? Ja, guck, meine Logik war halt in dem Moment so, wenn da jemand kommt, ich sehe ja, ob Licht ist, ist ja dunkel genug, aber hätte ich so gedacht, aber es ist halt trotzdem stark ausgeleuchtet, also. Das stimmt. Das hätte auch in die Hose gehen können, aber. Glück im Unglück. Da fand ich den Tulip an der Kreuzung schlimmer. Ich glaube, ich habe dem Atmen gehört beim Vorbeifahren. Also, der Cop, der mit Waffe auf uns zugekommen ist und uns aufgefordert hat, auszusteigen, ja? Ja. Der gehört zu uns. Okay. Das heißt, der kann uns auch sagen, ob die das Kennzeichen von dem Wagen hier haben oder nicht. Alles klar. Das war anscheinend seine Streifenpartnerin oder so. Hier, willkommen im Pink Cage Motel. Pink Cage Motel, okay. Ja, ich den halt. Dafür die Zimmer sind bequemer als der Name. Ja, warte mal, ich park da hinten rückwärts ein, das. Oh, keine Ahnung. Es fällt ja nicht auf, wenn hier mal ein Auto steht, was sonst nicht hier steht. Willst du den Schlüssel zurück? Oder die Karte? Nee, behalte die erstmal. Okay. Das hat geschrieben, er ist safe. Alles klar. Gar nicht. Okay, so. Das ist eine gute Kritik, Mann. Okay. Ja, der, das hätte gar nicht stattfinden dürfen, Mann. Er hätte einfach einsteigen sollen. Ich kann es gerne nochmal sagen. Deine scheiß Marshalls, Mann. Ich kann es gerne nochmal sagen. Schönen Gruß von Ben. Schlechter anstellen konnte er sich nicht. Er hat ihn absichtlich entwischen lassen. Er soll bitte diesen amateurhaften Ausweis wegwerfen, weil das glaubt ihm kein Mensch. Und wünsche ihm viel Glück. Alright. Und schlechter konnte er sich wirklich nicht anstellen, weil das wäre wohl sehr amateurhaft gewesen, was Dusky und Luna abgezogen haben. Das ist, musst du uns nicht erzählen, glaube ich. Ja. Gut. Ich habe noch was von für Luna. Wer sieht sie denn morgen? Ich bin morgen da. Wir sind über Wochenende in Chicago. Ja. Also ist gut, dass... Na, habt ihr irgendwie eine Flatrate oder so? Je. Fürs Fliegen ist das richtig teuer. Das Messer und die Knarren sind bei mir in der Wohnung. Genau. Ich rufe mal kurz Luna an und frage sie, wo sie ist. Und ich muss jetzt leider mal los. Ja, wann dann? Koffer packen und Socken bügeln. Ja, ja. Yep, wann dann? Genau. Ich habe eine Rüschenunterhose, wisst ihr, wie viel Arbeit das ist? Bis Sonntag oder bis Montag? Sonntag, glaube ich, oder? Je nachdem, wie das Flugzeug landet. Ja? Aha. Okay. Bei mir Montag wahrscheinlich. Bei dir Montag? Wann?
Warum? So scheiß Jetlag, Mann. Ja. Ja, geil. Wir wollen Krieg mit dem MC und alle gehen in Urlaub. Ja, da machst du nix. Ich bin da. Ja gut, Ivi, wenigstens einer. Lee, ich hab dir gesagt, warte mit dem Krieg bis zum 3.6. Was, bis zum was? Ich hab da noch was, weiter. Ja, warte, ich ruf Silas an. Ich sag ihm, 3.6. Ja, dann treffen wir uns um 6 an der Brücke, aber ohne Treten. Ja. Warte. Silas, ich erwarte deine Antwort. Du hast nicht ewig Zeit. Außer bis zum 3.6. Dann so gegen, ich würde schätzen, 23.12 Uhr. Ich melde mich. Ungefähr so? Ich melde mich. Aber Lee, du hast ja mit Dusky gequatscht. Hast du verstanden, warum er da geblieben ist? War nur Marshall so? Nein, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Okay, schade. Soll wohl ja, echt ein bisschen freaky gewesen. Ich habe halt, wir sind vorbeigefahren und ich habe da noch einen gehört, wie der irgendwas von MD gefasselt hat. Und dann war mir klar, dass er da raus muss. Ja, ja, auf jeden Fall. Der hätte einsteigen müssen. Wir wären sofort weg und die Marshalls, glaube ich, verfolgen ja nicht so. Ja. Na gut, egal. Ja, vor allem, bis die denn erstmal die Cops rufen. Eben. Und die hätten das Kennzeichen nicht gehabt. Also ich wurde schon von den State Park Rangern verfolgt, also keine Ahnung, würde ich schon nicht so sicher sein, dass die Marshalls das nicht machen. Ja, gut, ich wollte übrigens noch hinter dir oder so. Beeindruckend, dass du mit einem Granger weggekommen bist. Ich habe ein bisschen Angst gehabt. Der wurde scheinbar ziehen gelassen, meinte zumindest. Ja, na klar, das sagen die immer, wenn die verlieren. Das würde ich als Verlierer jetzt auch sagen. Also ich habe die nicht verloren, die Cops so, also fast nicht. Haben die euch kontrolliert oder nicht? Nein, die waren... Wir haben es wirklich versucht. Tunnelblick. Wir haben es versucht, ja. Aber wir wollten eigentlich die rasenden Reporter sein. Mhm. Wir sind nämlich die Picture aus Little Asia. Achso, jetzt sind, was sind wir? Okay. Wir sind die Picture. Little Asia Today oder so. Aber gut, dann sind wir das. Wo ist das jetzt? In Sicherheit. Perfekt, okay. Na gut. Das ist wo? Ganz kurz, ich würde die Karte, soll ich die wirklich behalten oder soll ich die... Ja, behalte die erstmal. Ja. Er hat sich für die Karte würdig erwiesen. Nein, es ist halt wirklich gut, dass die jetzt nicht bei Luna gefunden wird, ne? Ah, ja, genau. Ja, gut. Dann hau ich aber erstmal wieder ab, weil ich widme mich jetzt meinem zweiten Hobby. Ich mir irre, ich muss trinken. In dem Sinne. Viel Spaß. Viel Spaß an Alice. Ciao. Und ich bin Chinesen und ich gehe schlafen. Da, wo er beim letzten Mal gepennt hat. Ah, wo ist das? Wo ist das? schwierig zu erklären, Harmony Home. Ach, am Arsch der Welt. Es ist perfekt, glaube ich. Okay. Können wir jetzt bitte ins Bett gehen? Dann, Gute Nacht. Gute Nacht. Pass auf so. Ja. Leg die Klamotten zurück, bitte, ja? Kann ich mir eigentlich einen Pulli von dir leihen, Lee? Wenn der dir passt. Mir passt der anders vielleicht halt so. Nicht, aber... Okay. Lieb die fürs Flugzeug. Gute Nacht. Was willst du mit? Ja, gut, okay. So, ne? Tja, naja, gut, Dini. Also, was wir eigentlich machen wollten. Sie hat es mir schon erzählt. Ach so. Casa del Mar ein bisschen verunstalten. Ja, richtig, genau. Ja. Und am Dienstag kommt dieser Wagen von Honey Steiner zum Aphrodonus, oder wie? Ist das safe? Ja, jeden Dienstag. Kommt immer der Food Truck. Okay, arbeitest du Dienstag dort? Ich kann mich eintragen, ja. Ja, das wäre gut. Okay, dann mache ich das. Wer ist das? Moment, wäre das gut? Na, Honey, das ist die Old Lady vom Press. Von diesem Silas da. Ja, aber warum wäre das gut, wenn ihr mir an dem Tag arbeitet? Damit wir Honey identifizieren können. Ihr wechselt doch jeder seine Haarfarben jeden Tag. Ah, okay, ich sehe den Punkt. Oh, bin jetzt drin am Dienstag. Okay. Okay, wir haben ein kleines Problem. Was? Müssen Luna irgendwie rauskriegen, ne? Ja, die kommt da alleine raus, das ist kein Problem. Aber die hat gesagt, dass dass Dusky sich bei ihr als Kron vorgestellt hat. Weiß der Geier warum? Was zum? Wait. Ich hab dir den Granger-Schlüssel unter die Spüle gelegt, ne? Ah ja, okay. Gut. Danke. Alles klar. Tschüssi. Bis dann. Seid ihr eine gute Reise. Das ist der erste Name, der ihr eingefallen ist. No. Ja, ist. Gut. Ja, können Fehler passieren. Ja, das ist. Jetzt nicht so drüber das ist in Ordnung.
Ich würde Ben gerne eine Münze geben. Ja. Gut. Darf ich sie ihm geben? Gerne. Ja. Beste Grüße. Also, ich muss dir ehrlich sagen, ich bin auch tatsächlich sehr begeistert. Also, ich habe, obwohl ich ihm vertraue, dennoch nicht damit gerechnet, dass er das macht, aber... Ich war mir nicht sicher. Also, ich habe den Officer gesehen, dachte mir, das könnte Ben sein, aber ich war mir nicht sicher. Ja, die sehen halt gleich aus, ne? Ja, ihm ging es halt jetzt hauptsächlich wirklich darum, dass er diesen Ausweis los wird. Weil, da ist wohl irgendwie... Die haben sofort alles gesehen, dass da irgendwas nicht stimmt. So. Ja, wahrscheinlich hat es gestohlen gemeldet. Ja, also der soll den wegschmeißen. Schöne Grüße. Ja, ich weiß nicht mal, welchen er gezeigt hat. Ich weiß, mehrere. Ich weiß nicht, welchen er hat. Was, welchen? Irgendwas. Ach du Scheiße. Gut, den Granger, falls jemand sucht, der ist am Pink Cage Motel. In Vinewood. Du kümmerst dich ab jetzt um die Kasse, oder mittlerweile um die Kasse, korrekt? Eigentlich alle, aber ja. Also, haben alle Zugriff. Wofür ist das? Alexandro hat mir vorhin $500 zugesteckt, weil ich ihm ab und zu meine Rechtsberatung gegeben habe aufs Haus. Ah, okay. Gut. Und die Hälfte kommt dann in die Klassenkasse. Okay, Abend. Hallo. Ja, das geht. Ja gut, Problem ist, mit dem los? Keine Ahnung. Problem ist, wenn Luna jetzt vorhin gesagt hat und die feststellen, dass ich der Anwalt bin, dann wird potenziell ich jetzt Tatverdächtiger wegen der Flucht angezeigt. Gut, was sie nicht nachweisen können, weil... Kann die nicht hinterher irgendwie sagen, sie hätte sich, die hatte eine, ne? Die, hatte die hat nicht Con gesagt, sie hat Bron gesagt oder so. Ja, und die hatte doch eh diese OP und die hatte noch ein bisschen hinterher, na, leider noch ein paar Schmerzen, hat sich noch ein paar Tabletten reingehauen. War halt nicht so, keine Ahnung, was ich da laber, wenn ich die nehme. So, ja, das ist ja Morphin gewesen. Ist aber erstmal irrelevant, weil wenn ich genannt wurde, also wenn Quan genannt wurde und die merken hier, die beiden haben Kontakt, dann werden die mich erstmal verdächtigen, die können mir nichts nachweisen, aber das ist ja erstmal irrelevant. Eine ganz andere Frage. Gerade weil die Officer mich gesehen, ihn gesehen haben, nicht mich, und wissen, dass ich nicht er bin. So. Bloß ich kann dann im Zweifel niemand vertreten. Das muss dann wer anders aus meiner Kanzlei machen. Naja, dann nehmen wir halt Toki oder so. Ja, ich präferiere Arthur Shaw. Wirklich? Ja. Okay. Aber Toki ist auch ganz cool. Der geht gefühlt jeden Tag bei Afrodonis einkaufen. Ja. Deswegen findest du ihn cool. Ja, gut. Das macht natürlich so einen guten Anwalt. Gut Trinkgeld. Also, ja, ich mag Leute, die mir Trinkgeld geben. Toki ist nett, aber Arthur ist fachlich deutlich besser. Okay. Sollen wir da nochmal vorbeifahren mit dem Auto? Nein. Ich hab keine Ahnung. Ich fühle mich schlecht, wenn ich jetzt schlafen gehe und will Luna einfach so erlassen, weißt du? Ich bleib. Sie meldet sich im Zweifel bei mir, ich bleib auch noch ein bisschen. Na gut, dann danke euch. Kein Problem. Okay, also du gehst jetzt pennen, richtig? Ich geh jetzt pennen, ja. Alles klar, dann wandern. Wandern? Und ist Dusky jetzt versorgt? Hat er Essen? Hat er Trinken? Hat er alles? Ist in Sicherheit, ja. Ja. Das ist gut. Ja, hast du denn noch eine Münze für Ini? Ja, willst du gleich eine? Ja. Ja gut, dann komm mit.